In Kaidos Bande sind die Piraten nach Gruppen eingeteilt. Je nachdem, welchen Titel sie besitzen, haben sie einen höheren Stellengrad innerhalb der Bande. Neben Kaido gehören seine drei Katastrophen zu den höchstrangigsten Piraten in der Bande. Diese sind King, Queen und Jack. Doch in One Piece Kapitel 921 wurde Jack nicht als Katastrophe von Oda betitelt, sondern als Galeonsfigur. Könnte Jack aufgrund seines Versagens auf Zoro von Kaido herabgestuft worden sein? Und wenn ja, gibt es dann nur noch zwei Katastrophen? Oder hat jemand anderes Jacks Platz eingenommen? Wenn ja, wer? Die Piraten in Kaidos Bande haben Namen, welche an Kartenspiele oder Figuren aus Kartenspielen angelehnt sind. Schön wiederzusehen bei King, Queen und Jack, also König, Königin und Bube. Oder auch Sheepshead oder Gin Rummy, welches Kartenspiele sind. Wenn der Bube, also Jack in dem Fall, nun keine Katastrophe mehr ist, gibt es im Grunde nur einen Nachfolger. In Kartenspielen gibt es Reihenfolgen, welche Karte wie stark ist. Der König ist hierbei oftmals nach dem Ass die stärkste Karte. Dann kommt die Königin und dann der Bube. Wenn der Bube aber nun herabgestuft wurde, kann im Grunde nur noch eine einzige Karte nach oben wandern. Und das wäre die nächststärkste Karte, die Nummer 10. In Kaidos Bande ist ebenfalls ein Name an die Karte Nummer 10 angelehnt. Und zwar X-Drake. Zudem wird sein Name East Drake ausgesprochen. Dies bedeutet ebenfalls übersetzt 10. Zudem, was auch interessant wäre, Jack besitzt eine antike Zoanfrucht genauso wie X-Drake. Also würde man antike Zoan gegen antike Zoan tauschen, was dementsprechend sehr gut passen würde. Der T-Rex frisst den Mammut. Was denkt ihr? Könnte Jack abgestuft worden sein, weil er versagt hat, und könnte X-Drake diese Chance genutzt haben und aufgestiegen worden sein? Könnte es also in Zukunft heißen King, Queen und X-Drake? Schreibt eure Meinung zu dieser kleinen Theorie in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, vergesst bitte nicht den Daumen nach oben und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, lasst gerne ein Abo da. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.